Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu meiner zweiten Seed-Vorstellung. Diese ist nicht ja ganz so immer vielleicht wie meine erste, aber vielleicht für den einen oder anderen vielleicht zu gebrauchen, ja. Spawnen tun wir hier im Wasser bei zwei, ja, mehr oder weniger ganz kleinen Inseln. Eigentlich sind sogar drei hier. Wie ihr seht, ich habe schon ein paar Punkte gesetzt, wie hier zum Beispiel ein Jungle, eine Village, eine Big Island und Island mit Trees. So, aber hier spawnen wir und direkt vor uns ein, ja doch, schon ein bisschen größerer Vulkan und gleich links vom Vulkan eine kleine Ölquelle. Gut. Das Problem natürlich auf diesen drei kleinen Inselstaaten, beziehungsweise da hinten sogar dem vierten, existieren leider keine Trees. So. Im Süden bin ich ungefähr 300 bis 400 Blocks rumgeflogen. Dort ist nur Ozean, also im Süden heraus habt ihr nichts zu erwarten. Im Osten, vom Spawn aus gesehen, befindet sich ungefähr in 260 Blocks Entfernung eine kleine Insel mit Trees. So, hier aber nochmal ganz kurz diese andere kleine Insel gezeigt. Auch hier ist ein ganz kleiner Mini-Vulkan mit ein bisschen Lava. Fliegen wir aber mal ganz kurz zur Insel mit den Trees. Und zwar stehen da genau zwei Bäume. Aber wir können auch mal ganz kurz die Map ein bisschen größer machen für euch, wie ihr hier auch seht. Die Insel ist ein bisschen größer als unsere Startinsel. Und für so eine kleine Survival-Insel würde sie sich schon ein bisschen besser eignen. Also ungefähr 200 Blocks entfernt. In der Richtung habe ich auch schon mal ein bisschen geguckt. Dort liegt auch sonst eigentlich weiter nichts. Also das hier wäre auf jeden Fall schon mal eine schöne Insel. Vielleicht für so eine Survival-Map oder so. Mit nur zwei Bäumen. Also da muss man schon ein bisschen Glück haben, dass man da auch was kriegt. Und hier sogar ein bisschen Zuckerrohr. Also gar nicht mal so schlecht. Dann fliegen wir mal weiter zu Big Island. Ja, und die ist wirklich richtig cool, aber leider ein paar hundert Meter hinter dieser Insel befindet sich leider schon wieder das Festland. So, auch die Big Island hat einen Vulkan hier vorne in der Front und ja, ich kann mal ganz kurz hier die Map ein bisschen anmachen, da könnt ihr auch sehen, wie groß die Insel ist und sie ist sehr gebirgig. Hier also überall schöne Gebirge, schön hochgelegen, also für jemanden, der auf Berge steht und auf Inseln. Das wäre eine Top-Map. Kann hier einmal ein bisschen rumfliegen, einmal so um die Insel. Ich mache nochmal ganz kurz die Map hier an. Und ihr seht schon, ungefähr in dieser Richtung, auf der Minimap kann man es schon sehen, liegt dann auch schon das Festland. Kann man von hier aus gerade so sehen, mit meiner Renderdistanz. Ich habe es ein bisschen geringer eingestellt, damit es nicht mehr so leckt. Ja, hier schön die Gebirge sieht man. Eine ganz coole Map eigentlich. Also Insel meine ich. Hier mit einem kleinen See. Hier einer kleinen fliegenden Insel. So. Das ist eigentlich auch schon größtenteils diese Insel hier. Sie ist schon, ja, sehr groß. Hat auch etliche Bäume, doch. Aber keine Rubber Trees, falls ja, die gesucht werden. Ungefähr 300 Meter in die Richtung befindet sich auch wieder Festland, aber mit einem Dorf. Und das ist unser nächstes Ziel, wo wir hinfliegen werden. Dieses Dorf beinhaltet auf jeden Fall einen Schmied und einer dieser neuen Häuser, wo die ja, Schriftrollen für Mistcraft gefunden werden können, oder diese Pages. Und zwar haben wir zum einen hier dieses Haus, das ist hier dieses neue Haus, was mit Mistcraft hinzukommt, wenn ich mich nicht irre, genau. Mit diesem Buchstand hier, wo man mit Mistcraft neue Seiten craften kann. Eine Chest ist leider hier nicht gewesen, aber zwei Seiten dafür, Rot und Frozen Ocean Biome. Und natürlich dem Verkäufer, der uns hier auch noch gegen Emeralds etwas verkauft. Das kann sich, glaube ich, aber ändern. Ich weiß nicht, ob das sonst auch so immer gleich bleibt. Hier oben ist der Schmied.
Der ist ein bisschen, ja, mit Erde und Gravel eingedeckt worden. Und ja, hier in der Truhe findet sich auf jeden Fall eine bronzene Pickaxe, einen Apfel, Gold, Eisenschuhe und ein Schwert und ein paar Saplings. Das ist jetzt hier nicht gerade die große Ausbeute. Und ich mache mal ganz kurz wieder Tag. So, damit wir auch alle schön was sehen. Ja, und westlich vom Spawn gesehen, beziehungsweise jetzt südlich von uns, befindet sich dann der Dschungelbiom. Und hinter dem Dschungelbiom ist auch ein Snowbiom. Und ja, da kann man dann vielleicht, ich weiß jetzt gerade nicht, ob da Rubber gewesen ist, aber ich denke schon. Kann man nach Rubber suchen. Ist auch wieder ein Festland, meiner Meinung nach. Ich bin da jetzt nicht allzu weit reingeflogen. Ein bisschen Sand liegt am Strand auch. Also hier kann man auch Sand noch zur Not kriegen. Ja. Gucken wir hier noch ein bisschen rein. So, er lädt ein bisschen. So ein bisschen mit der Map. Wie man sieht, da unten fängt sogar schon wieder ein Snowbiom an. Und ich sehe da sogar, glaube ich, ein Rubber Tree. Irgendwo da in der Gegend müsste der sein. Eine Tempelanlage habe ich hier leider nicht gefunden. Natürlich kann sie noch hier unter Bäumen versteckt sein irgendwo. Da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Hier ist auch ein Rubber Tree. Sogar zwei. Also hier kann man auf jeden Fall schön noch nach Rubber suchen. Ja, das war's dann eigentlich schon mit der kleinen Seed. Sieht natürlich in der Beschreibung auch mit den Koordinaten zu den einzelnen Inseln. Und ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Falls ihr selber noch irgendwelche speziellen Seeds sucht, zum Beispiel Mushroom Islands oder eine schöne Gebirgsmap oder so, lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Oder wenn ihr selber eine schöne Map kennt mit einem Seed, die man vielleicht vorstellen könnte, bin ich natürlich nicht abgeneigt. Schreibt es einfach in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.